Nach diesem kurzen Tutorial kannst du deinen eigenen Slider für deine WordPress-Website erstellen. Ich zeige dir das alles live am Bildschirm anhand des Avada Fusion Slider. Du kannst mir einfach direkt über die Schultern schauen und einfach alles Mausklick für Mausklick nachmachen. Du hast bestimmt darauf Bock, ich nämlich auch. Ich würde sagen, wir beide sehen uns deshalb direkt nach dem Intro. Los geht's! Herzlich willkommen zum Video. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Frederik Vogt, gleichzeitig Internetunternehmer und Buchautor und habe natürlich in der Vergangenheit schon die ein oder andere erfolgreiche Website erstellt. In diesem Video geht es wie gesagt um den Avada Fusion Slider. Voraussetzung für dieses Video ist, dass du das Avada Theme auf deiner WordPress-Website installiert hast. Wie das Ganze funktioniert und ein komplettes Avada Theme Tutorial, das habe ich dir mal rechts oben im Eck in der Infokarte bei diesem i, da habe ich dir ein komplettes Tutorial verlinkt. Das findest du aber auch in der Videobeschreibung. Was erwartet dich jetzt in diesem Video? Im ersten Schritt erfährst du, wie du einen eigenen Slider erstellen kannst. Im zweiten Schritt erfährst du, wie du dann Bilder, passende Bilder zu diesem Slider hinzufügst. Und drittens fügen wir dann natürlich noch ganz schnell und einfach den Slider an die passende Stelle in deiner Website ein. Ich würde sagen, das hört sich geil an. Wir legen direkt los. Und noch ganz kurz vorneweg, bevor es losgeht, gib diesem Video unbedingt einen kräftigen Daumen nach oben, wenn du es cool findest, dass wir dir hier solche kostenlose Praxistutorials mit an die Hand geben. Und abonniere den Kanal für bessere Websites, viele Besucher und einfach mehr WordPress-Erfolg. Klick auf den roten Abo-Button und danach dann auf diese Glocke, auf die graue Glocke, die dann erscheint, damit du auch kein Video mehr verpasst. Wir sind hier momentan bei unserer Beispiel-Website und schauen uns mal unsere Startseite an. Du siehst, hier ist noch gar kein Slider. Wie gesagt, das ist alles eine Beispiel-Website, deshalb ist hier auch kein ernstzunehmender Text drauf. So, du findest jetzt hier an der Seite den Punkt Fusion Slider. Da klicken wir jetzt mal drauf und der hat drei Unterpunkte. Add or Edit Slides, Add or Edit Sliders, das sind wichtige Unterschiede, und Export und Import. Als erstes möchte ich jetzt hier mal ganz kurz den Unterschied erklären. Add or Edit Sliders und Add or Edit Slides. Was ist denn da der Unterschied? Ganz einfach. Wir müssen nachher auf einer Website, zum Beispiel auf unserer Startseite, einen Slider hinzufügen. Ja, einen Slider. Und dieser Slider, der kann mehrere Bilder haben, mehrere Slides, ja, mehrere sogenannte Slides. Und diese Slides, die erstellen wir hier. Das heißt, wir erstellen jetzt hier gleich erstmal, hey, den Slider für die Startseite. Und auf diesen Slider für die Startseite, da wollen wir nachher ein paar Bilder hinzufügen. Und diese Bilder, die definieren wir hier bei Add or Edit Slides. Das ist mal ganz kurz erklärt. Während des Videos würde dir das Ganze noch viel, viel klarer werden, falls du jetzt das Ganze noch nicht verstehst. Bei mir hat das anfangs auch ein bisschen gebraucht, als ich das erste Mal mit dem Fusion Slider gearbeitet habe. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich klicke jetzt mal hier auf Add or Edit Sliders, denn wir wollen jetzt als erstes mal einen Slider erstellen. Wir nennen den jetzt Startseite. Startseite Slider zum Beispiel. Und da können wir jetzt ganz, ganz viele Einstellungen dran vornehmen. Wie weit soll der Slider denn sein? Ja? Da lassen wir jetzt mal 100% eingestellt. Dann erstreckt er sich über die ganze Seite und die Höhe 400 Pixel. Wir können hier noch ganz arg viele andere Dinge einstellen. Die möchte ich jetzt alle gar nicht genau besprechen, weil sonst wird es den Rahmen des Videos komplett sprengen, wie ich finde. Und ja, hier können wir einstellen, hey, ein paar Sachen zeige ich dir jetzt, zum Beispiel wie das Autoplay. Da würde ich dir hier empfehlen, den Haken reinzumachen, damit automatisch nachher zwischen den verschiedenen Slides, die wir gleich noch anlegen werden, das Ganze sich wechselt. Wenn du willst, dass die Slider sich immer wieder wechseln und nicht nur einmal, dann mach hier unbedingt bei Slide Loop einen Haken rein. Das heißt, wenn du hier keinen Haken reinmachen würdest, dann würde, wenn du zum Beispiel zwei Bilder in deinem Slider hast, dann würde einmal zum zweiten Bild gewechselt werden und danach nicht mehr. Aber vielleicht willst du wieder, dass es dann wieder zum ersten Bild wechselt, dann wieder zum zweiten, dann wieder zum ersten, dann wieder zum zweiten und so weiter. Deshalb hier unbedingt den Haken reinmachen. Was auch noch wichtig ist hier die Slideshow Speed. Also in was für einem Sekundentakt soll sich nachher ja, der Slider ändern. Das heißt, momentan ist 7000 eingestellt, das heißt alle 7 Sekunden ändert sich, also wird das nächste Bild auf dem Slider angezeigt. Also wischt der Slider im Endeffekt weiter. Jetzt 5000 wäre alle 5 Sekunden zum Beispiel. Wir klicken jetzt mal hier auf Add Slider. Und jetzt hat es das Ganze hinzugefügt. Startseite Slider. Tada, wir haben schon den ersten Schritt geschafft.
Damit ist aber noch nicht genug, weil auf diesem Startseite-Slider werden bisher noch gar keine Bilder angezeigt. Diese Bilder, die müssen wir jetzt hier bei Add or Edit Slides festlegen. Dafür klicken wir jetzt mal hier drauf und klicken dann auf Add New Slide. So, da geben wir jetzt einfach mal eine Bild 1. Und jetzt können wir hier auswählen, hey, was für ein Typ soll das sein? Soll das ein Bild sein? Soll das ein Video sein? Was auch immer. Ich lasse jetzt hier mal Bild drin. Also auf dieses Bild kannst du nachher einen Text drauf schreiben. Also dass auf dem Slider selbst irgendwie ein Text drauf ist, was weiß ich, wo dann drauf steht. WP Erfolg. Bessere Websites, viele Besucher, mehr WordPress Erfolg zum Beispiel. Ja, da können wir jetzt hier als Heading Area, da können wir jetzt hier irgendwie eine Überschrift hinschreiben, zum Beispiel WP Erfolg. Ja, Titelgröße, soll das H1 sein, soll das eine H1 Überschrift sein oder eine H2, ich lasse mal hier H2 drin. Wie groß soll denn die Schriftgröße sein? Standardmäßig ist 60 Pixel, ich mache jetzt hier mal nur 40 rein. Soll die Überschrift irgendeine Farbe haben, standardmäßig ist weiß, Hashtag FFF. Würde ich jetzt Hashtag 000 reintragen, dann wäre das Ganze schwarz. Heading Background. Soll das Ganze einen Hintergrund haben? Ja, lasse ich jetzt mal hier drin. Soll dieser Hintergrund, welche Farbe soll der haben? Hashtag 000 ist voreingestellt, also schwarz. Wie das Ganze jetzt gleich aussehen wird, wirst du gleich sehen. Genau, jetzt Caption Area. Bei Caption Area, da können wir jetzt noch so eine Unterüberschrift einfügen, zum Beispiel bessere Websites, viele Besucher, mehr WP-Erfolg. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier nur eine Beispiel-Website, wo wir uns gerade befinden. Ja. Hier Caption Size, H3 Überschrift soll das jetzt sein. Caption Font Size, wie groß soll die Größe sein? Zum Beispiel machen wir das Ganze jetzt mal nur 20 Pixel groß. Wir müssen hier außerdem immer Pixel hinterschreiben. Caption Color, wie soll die Farbe sein? Weiß lassen wir mal so drin. Soll diese Caption einen Hintergrund haben? Wie gesagt, dir wird gleich einfach auffallen, du wirst gleich erkennen, was damit jetzt überall überhaupt gemeint ist. Ich werde auch gleich nochmal kurz genau drauf eingehen mit Caption Background Color, was das alles sein soll. Und Caption Color und so weiter. Ja, wie soll der Hintergrund von dem Text sein? Zum Beispiel schwarz. Dann können wir noch einstellen, hey, dass bei diesem Slide ein Button drauf ist oder eben nicht. Und hier können wir jetzt zwei Buttons bearbeiten. Ich will jetzt hier nur einen Button, deshalb mache ich den Button 2 jetzt hier mal weg, alles leer. Hier würde ich jetzt den Link einfügen, zum Beispiel zu WP Erfolg. Genau, schau auch mal unbedingt bei wperfolg.de vorbei. Da gibt es jetzt auch bald sehr neu ein richtig geiles gratis Geschenk. Also ist ein kostenloser Kurs, so viel kann ich mal schon dazu verraten. Gibt es wahrscheinlich schon, wenn das Video gerade öffentlich geht, also unbedingt mal da reinschauen. Und ja. Dann als Text, ne, hier unten, was soll nachher auf dem Button für einen Text stehen? Ja, das gibst du hier zwischen diesen zwei Klammern ein. Da gebe ich jetzt ein, jetzt Geschenk sichern zum Beispiel. So, wir klicken jetzt mal hier auf veröffentlichen. Aber dafür müssen wir noch zwei ganz wichtige Sachen machen. Einmal hier, wo soll dieser Slide angezeigt werden? Auf welchem Slider? Wir haben ja jetzt einen Slider vorher erstellt, den Startseiten-Slider. Da soll er angezeigt werden. Und wie soll denn das Bild sein? Diese Slides. Da müssen wir jetzt hier auf Beitragsbild festlegen klicken. Laden eine Datei hoch. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Dann nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel dieses Bild hier. Das lade ich jetzt hier kurz hoch. Klicke Beitragsbild festlegen. So, dieses Bild wird nachher auf dem Slider Startseite-Slider angezeigt. Ich klicke jetzt mal hier auf Veröffentlichen. Und jetzt müssen wir diesen Slider nur noch auf unsere Startseite einfügen. Ja, dafür gehe ich jetzt mal hier auf Seiten und dann auf Startseite hier bearbeiten. Und beim Avada-Theme, da haben wir jetzt hier unten hier Fusion Page Options. Wenn die bei dir nicht drin sind, dann gehen wir hier auf Ansicht anpassen. Und dann wirst du hier Fusion Page Options, da musst du den Haken reinmachen, damit das unten angezeigt wird bei dir. Und ne, da wählst du bei Sliders hier Fusion Slider als erstes mal aus. Und danach auf Select Slider, und zwar Startseite Slider. So, Slider Position, da kannst du jetzt einstellen, hey, soll das über oder unter dem Header sein? Ich lasse jetzt hier Default drin, Default wäre bei uns hier unter dem Header. Finde ich, sieht auch besser aus. Ich klicke jetzt mal auf Update. Du siehst auch schon hier oben ist jetzt hier plötzlich dieses Fusion Slider Dings
ja, dieser Kasten mit dem Fusion Slider. Und ich klicke jetzt mal auf Vorschau der Änderung und du siehst, jetzt haben wir hier unseren Slider, wie wir ihn eben eingestellt haben. Ja, hier der Startseite-Slider wird hier angezeigt mit dem Bild, den wir hier, mit diesem Bild, das wir hier bei Add or Edit Slides festgelegt haben. Und da steht jetzt eben bei Heading Area, ne, hier steht jetzt auch WP Erfolg, das Ganze Schriftgröße 40, die Farbe weiß und Hintergrund hat, ja, und zwar einen schwarzen Hintergrund, so einen leichten. Ich hoffe, das sieht man gut am Bildschirm. Genau. Perfekt. Jetzt wollen wir ein weiteres Bild noch hinzufügen. Da machen wir dann, also damit der Slider sich auch, damit sich hier jetzt auch die Bilder ändern. Dafür gehen wir jetzt zum Beispiel hier wieder auf Fusion Slider, auf Add or Edit Slides. Da können wir jetzt mal hier zum Beispiel den Slider hier klonen, also verdoppeln. Ich klicke jetzt hier auf Clone und klicke jetzt hier auf Bearbeiten. Und da gebe ich jetzt Bild 2 ein. Tue hier das Beitragsbild entfernen. Möchte hier nämlich ein anderes Bild haben, das ich jetzt auch hier ganz kurz hochlade. Zum Beispiel dieses Schwarz-Weiß-Bild tatsächlich. Füge es ein in den Beitrag. Füge, er sagt noch, hey, dieses Bild 2, dieses hier, soll beim Startseiten-Slider angezeigt werden. Also bei diesem Slider hier. Klicke auf Aktualisieren. Und hier tun wir die ganze Seite mal neu laden. Und du siehst, jetzt können wir hier auch so wischen. Ja, von Slider zu, ja, von Bild zu Bild. Was für Videos willst du hier auf diesem Kanal sehen? Ja, stimm da mal unbedingt rechts oben im Eck bei diesem i in der Infokarte ab. Da gibt es eine Abstimmung. Und schreib mal in die Kommentare, wie bist du bisher mit dem Avada-Film zurechtgekommen? Eher gut oder eher schlecht? Schreib das einfach mal rein. Deine Meinung interessiert mich. Weitere Tutorials zum Avada-Film, die findest du jetzt auf der Endcard, wo wir beide uns direkt sehen. Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress-Erfolg. Stelle zudem sicher, dass du dir dein Gratis-Geschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video. Rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg.